Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir uns mal anschauen, ob du die Geheimzutat hast und kennst, die es braucht, um wirklich großen Erfolg bei Frauen zu haben. Ich werde dir zeigen, was genau das ist und wie du es in deinem Flirt umsetzen kannst. Viel Spaß dabei. Also, die Geheimzutat, hast du sie oder hast du sie nicht? Dazu werden wir gleich kommen. Zuerst einmal, wir reden jetzt nicht über klassische Dinge, die natürlich was mit der Anziehung zu tun haben und über die wir schon in vergangenen Videos geredet haben, wie dein Aussehen, was natürlich ein Faktor ist, deine Flirtfähigkeiten, auch ein Faktor und die Frage, bist du entspannt, lustig, also macht es generell Spaß, Zeit mit dir zu verbringen, beziehungsweise bringst du einen gewissen Wert mit, ne? Das sind Sachen, über die wir heute nicht reden wollen. Das sind natürlich alles Sachen, die zur Anziehung beitragen. Aber wir wollen heute über einen kleinen versteckten Faktor reden, der oft außen vor gelassen wird oder nicht beachtet wird, der aber wirklich eine riesige Rolle spielen kann, wenn man ihn kennt und weiß, wie man ihn richtig anwendet. Der Faktor ist nicht political correct, gerade in der heutigen Zeit nicht unbedingt. Deswegen wirst du davon nicht hören und niemand wird dir davon erzählen. Aber es ist eine psychologische Grundlage, die du kennst, wenn du dich selbst mal mit Psychologie auseinandergesetzt hast. Ich will das Ganze mit einer kleinen Geschichte eröffnen und dann kommen wir gleich zu der Sache an sich. Also, damals, wo ich in Berlin gelebt habe, oder Anfangszeit Berlin, war ich sehr viel unterwegs. Also, wir waren immer im Alexa Shopping Center, am Alexanderplatz, die Berliner kennst, Leute, die schon mal in Berlin waren, vielleicht auch. Geiler Spot, um Frauen kennenzulernen. Und ich und mein Mitbewohner waren jeden Tag unterwegs und wir haben sehr viele Frauen angesprochen. Daraus hat resultiert, dass ich eben auch sehr viele Frauen in meinem Zirkel hatte, sozusagen. Also, ich habe jede Woche andere Frauen gesehen, aber es gab auch so ein paar Regulars, die ich regelmäßig gesehen habe. Und zu der Zeit bin ich auch mit meiner damaligen offenen Beziehung, mit der ich 3,5 Jahre zusammen war, zusammengekommen. Und wir wollen mal den Fokus jetzt speziell auf den Anfang legen, wie das alles zustande kam, denn da werden wir gleich dieses kleine Geheimrezept entdecken, über das wir im weiteren Verlauf dann sprechen. Es war also so, dass ich wirklich viele Frauen kennengelernt habe und es sich mit der Zeit rauskristallisiert habe. Da waren zwei Frauen, die fand ich sehr interessant. Das war unter anderem meine damalige Freundin, aber auch eine andere Frau. Und wir fanden uns interessant, ich fand die interessant, die fand mich interessant. Und die wussten auch voneinander. Also jede Frau wusste, dass generell ich gerade sehr viel mit Frauen zu tun habe. Und ja, das war den Frauen klar. Und das ist ein wichtiger Faktor, da kommen wir dann gleich zu. Und so kam es, dass irgendwann ja so eine Art Konkurrenzkampf entbrannt ist unter diesen Frauen um mich. Kein Konkurrenzkampf im Sinne von wir prügeln uns auf der Straße, sondern mehr mit weiblichen Taktiken, mit Manipulation, mit so ein bisschen ja Feingefühl, so ein bisschen das Gift von hinten, sage ich mal. Wo die beiden sich einfach ein bisschen so um mich gebettelt haben und dann am Ende des Tages natürlich auch die eine Frau mich bekommen hat. Ich sage es jetzt einfach mal so, ne, häng dich nicht daran auf, aber das beschreibt es gerade am besten und mit der Frau bin ich dann eben auch zusammengekommen. Und das ist genau der Faktor, den wir uns jetzt angucken wollen. Ne? Nicht unbedingt der Faktor Rivalität, aber der Faktor besonders sein oder von anderen Frauen begehrt werden. Denn das ist ein riesiger Faktor, ein ganz großer Einfluss, der darüber entscheiden wird, wie attraktiv dich eine Frau wahrnimmt. Denn das ist natürlich immer eine Wahrnehmungssache, ne? Wie attraktiv sie dich wahrnimmt. Nehmen wir mal an, sie lernt dich jetzt in einem, also nur um es mal als Beispiel zu bringen, nehmen wir mal an, sie lernt dich jetzt bei dir auf Arbeit kennen und du bist der Führer von mehreren Arbeitsteams und hast wirklich was zu sagen auf deiner Arbeitsstelle und dort lernt sie dich kennen und sie ist gerade die, die neu auf die Arbeit kommt. Dann wird sie dich attraktiver wahrnehmen, als wenn sie bereits sehr erfolgreich in diesem Arbeitsplatz ist und du neu reinkommst. Einfach nur, weil du einen höheren Stand hast, weil viele Leute auf dich hören, weil viele Leute dich gut kennen. Du kennst diese Leute und die Leute mögen dich vielleicht auch, ne? Und das ist eben Wahrnehmung. Im Grunde bist du die gleiche Person, aber du wirst eben anders wahrgenommen. Und das ist der gleiche Faktor, der hier greift, ne? Was wir hier haben, ist dieses psychologische Prinzip des sich etwas Verdienens. Und deswegen ist es nicht politically correct, weil du wirst keine Frau finden, die dir sagt, oh, ich möchte mir den Mann verdienen. Das wird dir keine Frau so sagen. Das kann eine Frau heutzutage überhaupt gar nicht mehr so zu dir sagen. Trotzdem halte ich es für eine absolut wahre und richtige Grundlage. Nicht nur für Frauen, auch für Männer. Denn wenn du das mal überlegst, stell dir vor, da ist eine Frau und die ist einfach so, ja, ich will mit dir zusammen sein und dann seid ihr zusammen. Und das ist schön und gut. Aber dann stell dir vor, da ist eine Frau, die ebenfalls von mehreren Männern, also viele Männer wollen diese Frau haben, sie ist sehr beliebt bei Männern, was ihr natürlich gleich einen höheren Wert gibt, im Kopf, ne?
Und du bist auch einer dieser Männer, die interessiert ist an ihr. Und dann, nach einiger Zeit und ewigen Hin und Her, kommt sie dann mit dir zusammen. Ne? Und natürlich wirst du diese ganze Sache als besonderer wahrnehmen und wirst sie etwas höher einschätzen, weil du sie dir sozusagen verdient hast. Ne? Das ist wie, als wenn wir Arbeit in etwas reinstecken und dann weniger bereit sind, diese Sache aufzugeben oder für diese Sache kämpfen, weil wir investiert haben. Wir haben Zeit investiert, wir haben Mühe investiert. Ne? Und das ist der große Fehler oder das große Problem von 95% der Männer, dass sie eben diese einfache psychologische Grundlage nicht wahrnehmen oder gegen sie arbeiten im Sinne von, oh mein Gott, ich wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn ich diese Frau bekomme und bitte nimm mich, ich bin ja so ein armer Typ, der sonst keine Auswahl hat, bitte hoffentlich klappt das mit ihr. Und das ist natürlich klar, dass es keine besonders attraktive Kommunikation ist, selbst wenn du vielleicht ein attraktiver Mann bist, vielleicht hast du einen attraktiven Lifestyle, vielleicht siehst du ganz gut aus. Aber wenn du diese Art der Kommunikation fährst, dann schneidest du dir selbst unglaublich viel Potenzial ab, ne? Weil dann ist die Frau so, okay, per Fingerschnips kann ich ihn bekommen, ne? Und das ist halt nicht sehr interessant. Und natürlich gibt es Frauen, bei denen wirkt das stärker und Frauen, bei denen wirkt das weniger stark. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, das ist ganz klar. Aber generell ist es ein sehr, sehr objektiver Faktor, der Einfluss darauf hat, wie attraktiv dich Frauen wahrnehmen werden, ne? Und eine Sache ist jetzt ganz wichtig. Ne? Das habe ich vorhin, ich habe das Ganze nämlich schon mal als Podcast aufgenommen und da habe ich vorhin im Podcast drüber reflektiert. Ne? Ich hatte nämlich erst so den Gedanken, okay, es ist ja wichtig, dass viele andere Frauen ja dich attraktiv finden und dass du was mit anderen Frauen hast. So, und dann habe ich aber kurz nochmal drüber nachreflektiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das gar nicht richtig ist. Der Optimalzustand, den du haben kannst, ist, viele andere Frauen finden dich attraktiv, aber du hast nicht mit jeder was, sondern nur mit ausgewählten Frauen sozusagen. Ne? Du hast ja diese beiden Möglichkeiten. Nehmen wir an, 20 Frauen wollen dich, aber du hast wirklich nur mit zwei davon was, weil das sind die ganz besonderen, die haben es sich sozusagen verdient. Oder du hast mit allen 20 Frauen was. Es macht natürlich die Sache nochmal besonderer, wenn viele Frauen dich wollen, A, Bedingung A, aber du nicht jede Frau willst. Denn wenn alle Frauen dich wollen und du nimmst auch jede Frau, dann ja, gleicht das das Ganze wieder so ein bisschen aus, dann wirkt das auf Frauen wieder schnell billig. Ich will damit nicht sagen so, boah, mach's jetzt taktisch und nimm nur 2 von 20 Frauen, weil sonst ist das schlecht für dich. Das sage ich jetzt nicht. Das ist nicht die Aussage, die ich hier treffen will. Ich will dir nur erklären, wie der Mechanismus funktioniert, ne? Und der funktioniert eben so, eigentlich ein ganz logischer Mechanismus, dass wenn sie halt sieht, boah, viele Frauen begehren diesen Mann und du musst nicht mal mit diesen Frauen flirten. Es reicht schon, wenn Frauen merken, andere Frauen finden dich interessant. Das reicht schon. Ne? Und Frauen haben dafür ganz, ganz sensible Antennen, kriegen das ganz, ganz genau mit. Ne? Und deswegen funktioniert sowas in sozialen Kreisen, in sozialem Circle deutlich besser. Ne? Denn wenn du jetzt eine Frau auf der Straße ansprichst, dann wird sie halt nicht automatisch mitbekommen, dass auch andere Frauen dich interessant finden. Denn wie soll sie das auch sehen? Sie kann das natürlich so ein bisschen an deinem Verhalten festmachen. Denn wenn du sehr attraktives Flirtverhalten zeigst und auch vielleicht gut aussiehst und lustig, humorvoll bist, die anderen Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben, dann kann sie daraus natürlich schließen, dass auch andere Frauen dich interessant finden. Aber in einem sozialen Kreis beispielsweise, nehmen wir an deinen Freundeskreis und da sind mehrere Frauen drin, und einige finde ich interessant, dann wird die Frau natürlich sehr direkt merken und sehr direkt sehen können, denn Frauen haben super gute Antennen dafür, dass andere Frauen dich interessant finden. Und dann kannst du davon ausgehen, dass dein Wert, der vielleicht ohne diesen Faktor hier irgendwo liegt, plötzlich hier liegt. Und das Interessante ist, dass Beziehungen, die dann mit diesen Frauen entstehen, ob es jetzt kurze Beziehungen sind, die sexuell sind oder auch längere Beziehungen, viel intensiver und auch viel, ja, nachhaltiger sind, einfach weil die Frauen sich diese Sache verdient haben und das Gefühl haben, das ist eine sehr, sehr wertvolle Sache, die man nicht aufgeben will. Deswegen wirst du auch feststellen, dass wahrscheinlich sexuelle Beziehungen, die mit diesen Frauen so beginnen, dann sich schnell in feste Beziehungen verwandeln, weil sie eben sich gemerkt haben, oh mein Gott, der ist von vielen Frauen begehrt, den möchte ich mir schnell sichern. Das ist ein seltenes Gut, ne? Wie das eine Stück Gold und du bist einer von 100 Goldgräbern und jetzt kämpft ihr alle um das letzte Stück Gold, ne? Und dabei ist halt, wie gesagt, das ist so wichtig zu erkennen, dass du nichts mit anderen Frauen haben musst und du musst es auch nicht zur Schau stellen. Dann wird es wieder strange. Wenn du viel mit anderen Frauen hast und alle wollen dich und hast mit vielen anderen Frauen was, du stellst es auch irgendwie zur Schau im Sinne von, guck mal, was größer du dich bin, dann wird das Ganze eher negativ wirken. Ne? Aber wenn du wirklich, viele Frauen begehren dich, aber na, du nimmst jetzt auch nicht jede, dann ist das der attraktivste Zustand in diesem Faktor geschuldet, von dem wir hier sprechen können. Ne? Weil dann ist es wirklich, wenn du dann diese spezielle Frau auswählst, dann kann sie sich halt sagen, oh mein Gott, viele Frauen wollten ihn. Kaum eine Frau kann was mit ihm haben. Also er hat nicht was mit vielen Frauen und ich bin eine dieser besonderen Frauen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass das Ganze
Ja, das Ganze wird deiner Beziehung, die du zu dieser Frau hast, egal ob sexuell oder monogam, wird dem einen ganz anderen Anstrich geben. Es wird eine ganz andere Qualität haben. Also wird das Gefühl haben, oh mein Gott, ich habe hier wirklich den Jackpot gezogen sozusagen. Und das hat einen enormen Einfluss darauf, wie die Beziehung dann läuft. Das beschränkt sich natürlich nicht nur auf Frauen, sondern eben auch auf Männer. Das Ganze kann natürlich auch so passieren, ne? Also Männer denken genauso, also ich rede hier von Männerfreundschaften, das kann genauso passieren, wenn du merkst, boah, der Typ ist cool, alle haben Spaß mit denen, ist voll der beliebte Typ und dann wird er dein Kumpel von dir und dann bist du natürlich auch so, wow, krass, das wertschätze ich sehr. Ne? Das ist ganz unterbewusst, das ist nichts, was aktiv passiert, deswegen wird dir auch niemand davon erzählen. Aber das ist eine ganz psychologische Grundlagensache, die jeder kennt, der sich mal ein bisschen mit Psychologie auseinandergesetzt hat. Ne? Und deswegen wird es in diesem Zusammenhang unglaublich wichtig, das, worüber wir sowieso auf dem Channel hier immer sprechen, dass es nicht darum geht, der große Meister zu sein, der jetzt auf der Straße jede Frau anflirten kann, sondern dass es darum geht, das ist auch wichtig, dass es darum geht, dein ganzes Leben attraktiv zu gestalten, sodass du ein attraktiver Mann wirst, der von vielen Frauen einfach generell erstmal interessant gefunden wird. Und dann musst du nichts mit der Frau haben, aber das wird deinen Status enorm erhöhen. Und wenn du merkst, du hast vielleicht Probleme mit Frauen oder das funktioniert nicht so richtig, dann schau halt einfach mal, okay, kann ich vielleicht eine spezielle Umgebung schaffen, wo ich diesen Faktor nutzen kann. Ne? Beispiel, das habe ich ja eben schon mal gebracht. Beispiel, ich bin auf der Arbeit, ich führe hier mehrere Gruppen an und die hören alle auf mich und ich koordiniere das hier alles. Ich bin so ein bisschen der Chef hier und führe mehrere Menschen an. Ne? Das könnte ein Beispiel sein für, wie man Status generiert. Denn unter diesen Menschen, die du anführst, sind sicherlich auch Frauen dabei, die dich dann interessant finden. Und wenn dann eine Frau in diese Umgebung kommt und sieht, wow, krass, ne? Hier, krass, wie der alle Leute hier führt. Also das ist kein praktikables Beispiel. Das ist mir schon klar, ne? Du würdest nicht eine Frau mit zu deiner Arbeit nehmen und ihr zeigen, was für ein krasser Dude du bist. Aber es hilft uns, die Grundlage zu verstehen. Ne? Und dann ist natürlich klar, dass da enorm viel Wert entsteht. Und hier siehst du auch schon, dass es wirklich darum geht, sich ein attraktives und gutes Leben aufzubauen. Denn du kannst natürlich nur dieses, man nennt es auch Value Signaling, also Werte signalisieren, also Wert signalisieren machen, wenn du tatsächlich ein gutes Leben führst. Denn um dieser Typ zu sein, der eine ganze Abteilung anführt, musst du natürlich auch gute Arbeit geleistet haben. Und da siehst du, es wird unerlässlich, sich um sein Leben zu kümmern. Das ist ein wichtiger Faktor. Du kannst nicht diesen Flirt-Teil isoliert betrachten. Du kannst nicht dein Leben nur darauf ausrichten, ich renne jetzt hier nur auf der Straße rum und mein ganzes Leben besteht daraus, Frauen anzusprechen. Versteh mich nicht falsch, das funktioniert auch und du wirst auch Erfolg mit Frauen haben. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, du wirst intensivere und bessere Beziehungen haben, wenn du diesen anderen Weg gehst und eben auch den Fokus auf andere Punkte legst. Plus, das ist halt einfach nicht praktikabel, sein Leben lang einfach den Fokus auf Frauen auf der Straße ansprechen zu legen. So, dann hast du halt nichts anderes im Leben gemacht und hast vielleicht nicht mal einen Job oder einen guten Job oder was auch immer. Ne? Das ist natürlich eine andere Seite der Münze. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, den muss man kennen, den muss man sich bewusst sein und der erklärt auch viele Dinge, die vielleicht sonst ein bisschen unerklärlich sind. Da, wo du dich sonst vielleicht fragst, wie kann denn sie mit ihm zusammen sein? Er ist so wenig, also sie ist so viel attraktiver als er und er, ja, vielleicht gar nicht so der coole Typ. Dann findest du vielleicht im Nachhinein raus, dass eben dieser Faktor im Spiel war, dass sie sich vielleicht in einer Umgebung kennengelernt haben, wo er so ein bisschen der Boss war, ne? Wo sie sich ihn verdienen musste. Und du wirst, das ist eine Sache, die du in der realen Welt an ganz vielen Punkten beobachten kannst und das macht es so spannend. Und das ist so wichtig, dass du es kennst. Ne? Ich hoffe, das Konzept ist soweit klar geworden. Wenn nicht, schreib mir in die Kommentare, dann werden wir das Ganze noch ein bisschen genauer bearbeiten. Geil, dass du hier warst, 23. Morgen ist Weihnachten, vielleicht gehst du heute Abend feiern, dann kannst du das Ganze schon mal so ein bisschen in Action sehen. Das kannst du wirklich an vielen Stellen beobachten, wenn du mal genau hinschaust. Schön, dass du dabei warst. Oben hier abonnierst du den Channel, auch auf die Glocke drücken. Unter mir kannst du dich für einen der Coaching-Plätze nächstes Jahr bewerben. Die ersten sind jetzt schon voll für die ersten Monate, aber da ist vielleicht noch ein oder zwei Plätze frei. Und hier unten rechts kommst du zu einem weiteren Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.